Communities bilden sich da, wo die Institutionen versagen. Wer sich von den Medien nicht repräsentiert fühlt, der bildet seine eigene Community auf Social Media zum Beispiel. Und wenn die Politik nicht das macht, was man möchte, dann geht man auf die Straße. Und im Endeffekt hofft man natürlich, dass das irgendwie zusammenkommt und beide zusammen die richtigen Entscheidungen treffen und die Demokratie retten. Korrektiv hat sich gegründet, weil viele Redaktionen damals investigative Recherche-Ressorts eingestampft haben und wir das einfach für einen unglaublich wichtigen Teil der Demokratie ansehen, dass Missstände aufgedeckt werden. Dass wir die Institutionen wie den Staat überprüfen und der Gesellschaft zeigen, was hinter den Kulissen passiert. Im Endeffekt hoffen wir natürlich, dass wir dadurch die Leute und den Staat verbessern, informieren und dass wir im Endeffekt alle zusammen eine gute, starke Demokratie haben.